Einen schönen guten Morgen und willkommen noch einmal, Freddy Ierkal. Danke für die Einladung. Du hast mir vorher erzählt, im Jahr bist du jetzt 100 Mal unterwegs. Circa. Auf der Bühne, aber ja. Das Postler-Sein, das Postler-Dasein hast du gelassen? Ja, definitiv. Jetzt, glaube ich, vor 4 Jahren habe ich das Dienstverhältnis dann. Okay. Genau. Geht's dir ab? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Ich meine, es war eine schöne Zeit bei der Post, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ja, ich habe damals gehabt, 38,5 Stunden im Monat. Ja. Nein, also möchte nicht missen, aber okay, tut es mir nicht wirklich. Nein. Okay. Du spielst im Moment 4 Programme parallel. Dein aktuelles Programm heißt Two and a Houseman, stimmt, ja, oder? Ja, richtig. Erzählst du, glaube ich, Schmankerl aus deinem Leben als Hausmann? Ja, und das ist wirklich so. Also, ich habe meine Frau kennengelernt, sie hat gesagt, ich bin keine Hausfrau. Ich habe gesagt, das trifft sie gut, ich habe kein Haus. Und das ist wirklich, also ich koche daheim, ich putze daheim, das stimmt aber wirklich alles. Ja. Okay. Auch mit meiner Frau kocht, das war ein schöner Frühlingstag, und nach dem Kochen essen wir und dann nimmt sie mich an und sagt, Freddy, alles Gute zum Muttertag. Ja. So geht's mir. Bist du die Frau zu Hause? Richtig. Okay, ja. Auch was deine Tochter betrifft, das heißt Erziehung ist Freddys Sache? Beides, nein, das ist, nein, beide. Ja. Ja, das teilen wir uns schön zu 50%. Also jeder 50%, also das genau. Mhm. Wobei du, wie alt ist deine Tochter, wenn ich fragen darf? 9, sie wird jetzt, im Dezember wird sie 10. Ja. Okay. Ja. Ich habe keine 9-jährige Tochter. Wie ist es für einen Vater, wenn die Tochter in dem Alter ist? Großartig, großartig. Jetzt geht es ins erste Gymnasium, ja. Sie ist wiff. Ja. Man sagt ja, die Kinder heutzutage sind viel früher reif als die Kinder noch vor 20, 30 Jahren. Stimmt das? Absolut, ja. Wenn ich so zurückdenke, früher wie in erste Hauptschule damals war, also ich habe den Stoff weit nicht gehabt, was die Kinder heute haben. Also, okay, also vom Schulstoff her, aber sonst vom... Sind sie auch früher, glaube ich, ja. Ja? Ja. Two cool. and a Houseman kann man wo erleben in den nächsten Wochen und Monaten? Am Freitag in Wien, beim Birner. Floridsdorf ist das. Okay. Ja. Und am Samstag bin ich mit Günter Mockisch unterwegs, in Krosenzersdorf im Stadtsaal. Das ist auch witzig, da muss ich singen. Und ich kann nicht singen. Ja. Und ich habe gesagt, jeder Mensch kann singen. Und jetzt weiß er, dass ich recht gehabt habe. Ja. Okay. Wenn Sie Karten kaufen wollen, wenn Freddy Ierkal singt, dann einfach auf freddyierkal.at. Ja. Das ist die richtige Adresse. Freddy, du wirst uns heute noch ein bisschen beehren mit deiner Anwesenheit. Ja. Wir haben Großes vor draußen. Ui. Wir werden dich vorbereiten. Ja. Vielen